Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Stumble Guys. Wenn euch die letzten drei Folgen gefallen haben, dann seid froh, denn jetzt kommt Folge 4. Und ich bin sehr, sehr gehypt, was das angeht. Und ich hoffe, dass wir heute einen Win holen. Und die Folge wird außerdem heißen. Die Folge wird heißen, knacken wir die 70 Wins. Wobei, knacke ich die 70 Wins. Denn man sieht, ich habe mittlerweile 69, ja, ich habe 69 Wins. Und ja, ich weiß, was auch mit 69 gemeint ist. Aber, ja, Leute, ich habe 69 Wins und ich will die 70 kriegen. In dieser Folge. Vielleicht schaffen wir es, in dieser Folge die 70 Wins zu knacken. Und ohne groß zu reden, gehen wir rein in die erste Runde. Ich kann eigentlich noch mal kurz. Obwohl, nee, scheiße. Ja. Leute, wie gesagt, 70 Wins sind das Ziel. 69 habe ich bereits. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich in der Runde vielleicht sogar schon die 70 Wins schaffe. Und. Ja, vielleicht ändert sich dadurch dann ja auch der Titel, ne? Naja, wahrscheinlich nicht. Also wenn ich jetzt hier gewinne oder so, dann bleibt der Titel trotzdem bei knacken wie die 70 Wins, weil das ist ja trotzdem irgendwie mein Ziel. Vielleicht wird die nächste Folge heißen, knacken wir die 73 Wins oder so. Knacken wir die 75 Wins, keine Ahnung. I don't know. Bei 75 glaube ich eher nicht, wegen 5 Runden und so, aber ja. Leute, wir sehen uns im Halbfinale. Bis gleich. Leute! Jungle Roll im Halbfinale. Also es kann gut sein, dass wir sogar schon vielleicht schon die 70 Wins haben. Geschweige denn, ich komme hier gut durch. Aber es sieht gerade ganz gut aus eigentlich. Klar, die nutzen halt alle diese komische Hechtsprung-Taktik hier. Ist auch echt eigentlich an sich clever. Boah, Junge, ich habe gerade kurz gesehen, dass ich tot bin. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Okay, ja doch, wir sind im Finale, easy. Easy. Er hat den einen nochmal schön weggekickt und ich krieg schon Superman rein. Leute, wir sehen uns im Finale, bis gleich. Lava Rush, das heißt, in dieser Runde kriegen wir schon nicht die 70 Wins. Oder kriege ich schon nicht die 70 Wins, weil ich finde dieser Map grottenschlecht. Wenn ich sage grottenschlecht, dann meine ich das so. Das ist nämlich eine meiner Hass-Maps, tatsächlich, muss ich zugeben. Auch wenn hier irgendwie jeder denselben Weg kennt. Digga, was ein Typ. Er springt einfach wieder in die Lava rein. Oh nee. Oh nee. Nein, lass mich doch hoch. Oh mein Gott. So, ist überhaupt schon irgendeiner da in der Nähe vom Ziel? Ich bin tot. Ja, okay, alles klar. Ja. Leute, wir sehen uns in der zweiten Runde. Bis gleich. Oder? Ja, doch, zweite Runde. Bis gleich. Spin go round. Nein, wir lassen das. Leute, Spin go round. Wir starten durch. Ich hoffe einfach, dass wir tatsächlich hier ein bisschen Luck haben, ne? Übrigens, wahrscheinlich wenn die ganzen Stumble Guys Folgen online sind, kam wahrscheinlich auch schon die neueste Folge vom Cleverbot online. Die kommt nämlich aus meiner Sicht morgen online. Ja, für mich ist nämlich gerade der 28. Ich nehme gerade alle Folgen an einem Tag auf, also die bis jetzigen, also die vier hier. Die sind jetzt an einem Tag halt aufgenommen. Die sind noch nicht mal fertig. Ja? Da ist noch kein Intro drin, kein Outro. Ja, er ist tot, ne? Deswegen, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich schätze mal, ich mache die Outro noch fertig. Ja, wann ich die hochlade, weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken. Ja, und daher.
ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wann die online kommt. Die erste Folge. Die ist ja noch nicht online. Also wenn ihr die seht, schon, aus meiner Sicht nicht. Also wenn ihr diese Folge hier seht, dann wisst ihr ja, okay, stimmt, ja, erste, zweite und dritte sind ja schon online, was laberst du? Aus meiner Sicht ja noch nicht. Ja. Leute, alles hier jetzt im Halbfinale. Ich bin gehyped. Hype is real. Ich weiß zwar nicht, worauf der Hype real ist, aber. Ja, wobei doch, auf den 70. Win. In meiner Stumbleguys-Karriere. Stumbleguys-Karriere, wusst. Ja, stark, Digga. Mhm. Das ist so ekelhaft schwer, dann da wieder hoch, ey. Es ist halt eine Es ist so eine Schneemap. Oder halt so eine Eismaps. Und meiner Meinung nach keiner meiner Lieblingsmaps. Egal, wir sind drin. Leute, wir sehen uns im Finale. Bis gleich. Super Slide im Finale. Ich werde verlieren. Warum? Weil ich weiß. Ja, wahrscheinlich trifft mich das Ding. Wahrscheinlich trifft mich das Teil auch. Guter. Ach gut, er reingeschissen. Tokyo Drift. Und jetzt wieder. Oh, schade. Kommt er verkackt. Und jetzt wieder. Okay, der sah irgendwie clean aus. Ja, gut, reingeschissen. Na ja, gut, ich habe verloren. Ich habe mies verloren. Boah, wäre ich da jetzt reingefallen, jawohl. Leute, wir sehen uns in der dritten Runde. Bis gleich. Cannon Climb. Kanonen klettern. Oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwie sowas wird sein. Leute, wir starten durch. Gefühlt die Hälfte der Lobby wird erstmal weggeboxt. Darunter bin auch ich dabei. Chillig. Wow. Vor allem kommt so eine Bowlingkugel einfach in mein Gesicht, ne? Ich hasse es, von diesen Kugeln getroffen zu werden. Oder von diesen. Ja, Digga, genau. Okay, immerhin hat das Ding die Kugel abgewehrt. Immerhin das. Mittlerweile schaffe ich selbst das. Ja. Was habe ich da gerade versucht, ne? Leute, wir sind im Halbfinale. Ich wollte gerade Finale sagen, aber nee, es ist Halbfinale. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns direkt im Halbfinale wieder. Bis gleich. Wieder Pain Splash gefühlt in jeder Folge. Außer jetzt in der zweiten und in der dritten. Also nur in der ersten. Hatten wir, glaube ich, jede Runde, also jedes Halbfinale, hatten wir, glaube ich, immer Paint Splash, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, weil ich weiß es gerade nicht. Weil, ja, wie gesagt, während ihr die Folge halt schon gesehen habt, bin ich noch am Aufnehmen. Oder beziehungsweise mache ich wahrscheinlich gerade erst die nächste Folge fertig. Tschüss. Oha. Einfach ein King. Er ist tot. Einfach ein King. Leute, wir sehen uns im Finale. Bis gleich. Leute, Space Race und es ist Mitte. Nice. Mitte. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie als Erster reinkomme und irgendwie auch vorne bin. Hier ergibt halt dieses Box-Emote halt keinen Sinn, weil hier ist es halt echt unpraktisch. Klar, man kann es benutzen, aber es bringt dir halt nichts so. Und ich hoffe, ich bekomme nicht wie in der einen Runde, die ich mal gespielt habe, irgendwie so einen Hacker oder so in der Lobby, Digga. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Okay, ja, ich habe gewonnen. Easy peasy, lemon squeezy. Jawohl. Wins. Ja, Mann. Leute, wir sehen uns im Outro wieder. Ist gleich. Leute, ich habe die 70 Wins. Ich bin zufrieden. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Ja. Macht euch noch einen schönen Tag. Oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann diese Folge hier online kommt. Weil ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung.
Aber ja, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.